Junge Menschen übernehmen Verantwortung. Einmal in der Woche besuchen Hauptschüler der Ersbergschule in ihrer Freizeit die Senioren im Pflegeheim der Samariterstiftung in Nürtingen. Ein Generationenprojekt der Jugendsozialstiftung Zeit für Menschen. Vogel. Einfach feste drücken. Das Projekt ist eine Kooperation von Pflegeheim, Hauptschule und Industrie- und Handelskammer. Der verantwortlichen Therapeutin liegt diese Bildungspartnerschaft besonders am Herzen. Mir ist es wichtig, dass sich gerade die Hauptschüler hier engagieren können, weil für diese Schüler eben die Möglichkeit besteht, auch hier eine Ausbildung zu machen eventuell. Und der Migrationshintergrund vieler Schüler auch einen Vorteil bringt in der Zusammenarbeit mit älteren Menschen. Die sind einfach schon von der Familie her viel mehr in Kontakt mit dieser Generation. Die jungen Menschen lassen sich auf den Rhythmus der Alten ein. Sie schenken ihnen Zeit und Aufmerksamkeit. Eine willkommene Abwechslung im Pflegeheim. Viele haben keine eigenen Großeltern mehr oder sie leben weit weg. Der Austausch mit den alten Menschen ist ein bisschen so wie mit der eigenen Oma oder dem Opa über alte Zeiten zu reden. Mir gefällt es hier mit den alten Leuten, so sich zu unterhalten oder so von früher zu erfahren, wie es bei denen war. Oder ja, mir macht es Spaß mit alten Leuten. In unserer Jugend sagt man es rumzuhängen oder so. Also mir gefällt es halt mit den Menschen zu arbeiten, ist noch witzig und es gefällt halt, wenn sie über früher erzählen, sehr informativ halt. Ich habe hier schon mal ein Praktikum gemacht, eine Woche. Mir hat es hier sehr gut gefallen und deswegen habe ich mich auch freiwillig gemeldet, weil es mir einfach Spaß macht, mit den alten Leuten was zu unternehmen. Frau Schmalke, würfeln Sie mal. Seit 4 Jahren engagiert sich die Jugendsozialstiftung in unterschiedlichen Projekten, bei denen junge und alte Menschen wieder näher zusammenrücken. Neben dem generationenübergreifenden Miteinander geht es aber auch ganz konkret um den Einblick der jungen Leute in die Pflegeberufe. Hier kommen viele erst auf die Idee, sich den Pflegeberuf einmal näher anzuschauen. Dem Fachkräftemangel in der Pflege will man so entgegenwirken. Die Stiftungsgelder, mit denen ein Teil der Personalkosten des Projekts gedeckt werden, sind hier gut angelegt. Die Erfahrungen für beide Beteiligten sind ganz hervorragend durchgehend. Wir haben ja über 300 Jugendliche, die jetzt daran teilgenommen haben. Sehr positiv auf der einen Seite für die Bewohnerinnen und Bewohner, die schon richtig darauf warten, dass wieder Jugendliche kommen. Immer dienstags sind die Schülerinnen und Schüler wieder da. Und auf der anderen Seite von den Jugendlichen her, aus einer anfänglichen Unsicherheit, aber sehr schnell merken, dass sie angenommen sind, dass sie sehr viel selber davon haben und dass es gar nicht so schwierig ist, wie sie dachten. Die Jugendsozialstiftung Zeit für Menschen schafft in den Pflegeheimen der Samariterstiftung wertvolle Begegnungen. Die Jugendlichen machen oft bewegende soziale Erfahrungen und sie bringen Farbe in den Alltag der Heimbewohner.